Im Zuge der Recherche zur großen Guy Baudin-Ausstellung im Haus der Fotografie traf ich mich mit Samuel Baudin, dem Sohn von Guy Baudin, im April in Paris, um gemeinsam in den Norden Frankreichs zu fahren, nämlich in die Stadt Rouen, wo die Gemälde von Guy Baudin lagerten. Als ich dort ankam, war ich etwas erstaunt. Ich fand also kein Kunstdepot im klassischen Sinne, sondern eher eine Lagerhalle vor, die mit Holzverschlägen versehen waren. Und als wir dann endlich an die Tür des Holzverschlages ankamen, das 13, 14 Jahre nicht mehr geöffnet wurde, offenbarten dann im Inneren dieses Holzverschlag uns 30 bis 40 groß- oder kleinformatige Gemälde. Es war auch relativ schwierig, die Tür überhaupt aufzubekommen. Samuel hatte mir schon im Vorfeld gesagt, also wenn wir die Sachen sichten, dann müssen sie auch am gleichen Tag sofort transportiert werden. Das war nicht so ein großes Problem. Vielmehr die Tatsache, dass die Arbeiten doch teils sehr provisorisch verpackt waren. Das heißt also, ein Großteil der Arbeiten mussten auch wieder neu verpackt werden. Sie mussten katalogisiert werden. Bis zu dem Moment, wo wir allerdings dann auch Mappen fanden, wo Samuel merkte, dass die Zeit überhaupt gar nicht mehr reichte, die durchzusehen. Also sagte er mir, nimm einfach alles mit, was du jetzt kriegen kannst. Selbst Samuel sah Bilder zum ersten Mal und war ziemlich überrascht, was wir da zutage brachten. Für mich war es von Anfang an schon auch eine Herausforderung, weil ich dachte natürlich auch immer an die Ausstellung. Wie kann ich diese gemalten Bilder, die niemand von Guy Baudin kannte, mit den bekannten Farbfotografien kombinieren? Wir haben dann vor Ort eine Auswahl getroffen von den Bildern, die wir in der Ausstellung haben wollten, haben die Arbeiten fachgerecht, soweit es geht, verpackt. Draußen stand schon der Transporter und am nächsten Tag waren die Bilder in Hamburg.